Wir haben die erste Viertelstunde ist es ein Einstimmen zu dem jeweiligen Thema. Das Thema kann Dribbling sein, das Thema kann Passspiel sein, das Thema kann Reaktionsübungen sein. Dann haben wir den ersten Teil, den wir zu dem Thema Übungen finden, wenn es ums Dribbling geht, um Technik finden, haben wir, ziehen wir den Ball mit der Sohle zurück, hinter Standbein, Übersteiger, Tricks halt, die wir versuchen abzuarbeiten, da wird das Thema intensiv bearbeitet. Danach haben wir eine Spielform, die am besten auch zu dem Thema passt. Wenn das Thema Dribbling heißt, passt dazu 1 gegen 1, vielleicht noch 2 gegen 2, weil das dann damit zu tun hat. Dann haben wir das Thema, also praktisch den zweiten Block in Verbindung mit einem Torschuss. Das heißt, die Übungen, die wir geübt haben in dem Block 2, kommen dann in 4 wieder vor, inklusive Torschuss. Und der fünfte Block ist dann halt das klassische Abschlussspiel, aber auch ein wenig aufbauend auf das, was vorher gemacht wurde. Insofern haben wir Einstimmen, das Thema wird trainiert, eine Spielform, das Thema, was wir trainieren in Verbindung mit Torschuss, und das fünfte ist dann nochmal die Spielform zu dem jeweiligen Thema. Wenn man feststellt, ich habe jetzt mir irgendwoher eine Übung geholt und möchte die gerne heute Nachmittag mit meiner Mannschaft durchführen, dann muss ich als Trainer erstmal Geduld haben. Und ein Trainer sollte den Fehler immer erst bei sich suchen und nicht darüber nachdenken, ob die Kinder nicht konzentriert sind, heute alle eine Arbeit geschrieben haben, gerade an dem Trainingstag, wo meine Übung nicht funktioniert, haben alle eine Arbeit geschrieben, sind nicht konzentriert. Und da einfach erstmalig Geduld haben, weil ich habe mich mit der Übung als Trainer ja auch schon lange befasst. Also gibt den Kindern die Zeit, diese Übung kennenzulernen. Und wenn es dann mit den Füßen nicht sofort funktioniert, vielleicht einfach mal die Laufwege mit einem Ball an der Hand abzulaufen oder einfach ohne Ball abzulaufen, um dann den Laufweg kennenzulernen, um festzustellen, kriegen sie das denn schon hin? Und das kann manchmal eine Minute oder 2 Minuten sein, die Zeit muss man haben. Und dann auch wieder langsam. Und wenn es im Gehen ist und wenn der Pass langsam gespielt wird, und dann steigere ich mich langsam rein. Mit dieser Sicherheit der Laufwege, der Übung, wird man feststellen, dass man dann auch das Tempo Schritt für Schritt erhöhen kann. Und das sind so kleine Schritte, die man wirklich benötigt, um dann auch Qualität in die Übungen zu bekommen. Und sollte ein Kind vielleicht mal selbst dann die Übung noch nicht verstehen, ist es kein Problem, vielleicht mal 2 Jungs, und ich würde dann immer empfehlen, nicht nur diesen einen optisch rausnehmen, weil die Kinder sind nicht dumm, die merken dann auch, hoppla, ich kann es nicht, dann opfer vielleicht mal 2, befasst sie und sag, ihr beide spielt euch den Ball ein bisschen zu, schaut mal zu, denn Sinn ist es nicht, diese 2 zu kritisieren oder ein wenig zu opfern, sondern durch dieses Zuschauen der anderen Gruppe werden Sie selbst feststellen, ach, jetzt hat es dann bei mir dann auch Klick gemacht. Das ist auch nochmal ein kleiner Tipp. Denn Kinder lernen nicht vom Erzählen, sie lernen nur vom Vormachen. Wenn ein Miro Klose demnächst den dreifachen Salto rückwärts nach einem Torerfolg bejubelt, wird man das Kind dieses nicht erklären müssen, sondern er sieht es und versucht es nachzumachen. Das vielleicht als kleine Gedankenstütze. Alles das, was Kinder sehen von den Profis, machen sie nach. Nicht das, was Jupp Heynckes, Ottmar Hitzfeld denen vermittelt und erzählt, weil das verstehen sie nicht. Also generell sollen Kinder, und das ist fast immer so das Erste, was wir bei der Begrüßung auch den Kindern vermitteln, ist, ein Hobby muss Spaß machen. Wenn ich mich für ein Instrument begeister und die Mutter, der Vater möchte, dass du 10 Stunden dort trainieren gehst, spielen gehst, dann muss mich das begeistern. Und egal, ob es dann Handball ist, Volleyball, Basketball, ein Hobby muss Spaß machen. Und leider Gottes stellt man heute immer wieder fest, dass Kinder mit hängenden Schultern und so nicht zwingend begeistert zum Mannschaftstraining gehen. Und das vielleicht so als Tipp auch für Vereinstrainer. Natürlich ist es Breitensport, aber versuche dem Kind zu erklären, ich bin nicht dein Motivator
für dein Hobby, sondern es gibt Regeln und die versuche ich einzuhalten, weil wir haben mit einer Mannschaft zu tun und ich möchte ein attraktives Training machen, ich möchte dir etwas vermitteln und nicht damit zu tun haben, ob du jetzt mit Freude hier bist. Das muss Voraussetzung sein, denn so ein Ball, der rollt schon mal etwas weiter weg, wie ich es eigentlich haben möchte und muss dann dort auch mit Begeisterung ihn holen, auch wenn der Weg leider Gottes etwas weiter ist. Da ist ein Trainer nicht für da, dem Jungen den Ball noch zu servieren, sondern er muss Spaß daran haben, sich zu bewegen. Da darf auch mal Schweiß fließen oder wird dann auch. Und das finde ich ist ganz wichtig. Wir setzen voraus, dass Kinder, die bei uns in den Camps sind, mit Freude da sind, versuchen den Jungs das auch zu vermitteln. Ne? Also, und wenn er dann mal nicht funktioniert, beziehungsweise auch nicht so gut drauf ist, darf man einem Kind auch mal sagen, du pass mal auf, die anderen haben alle Spaß, das mache ich, das wirkt vielleicht manchmal ein wenig zu diszipliniert, dann kann er sich bei uns auch mal 2 Minuten an die Seite setzen. So, und manchmal, wenn die Kinder dann die eigentliche Gruppe beobachten, merken sie, dass doch Spielen vielleicht mehr Spaß macht wieder als hier sitzen. So versuche ich mit diesen kleinen Dingen das zu handeln. Was uns unterscheidet von dem deutschen Fußball allgemein, kann ich nicht beurteilen, weil wir machen nichts Besonderes, aber wir machen Fußball. Fußball wie die Ausbildung, die sowohl meine Person genossen hat, bis hin zum Fußballlehrer, als auch alle anderen Trainer, die vom Deutschen Fußballbund ausgebildet worden sind, das, was wir mitbekommen haben, auch aus meiner aktiven Zeit, das, was in Deutschland vermittelt wird, altersgerecht, kindgerecht, Fußball, Fußball am Ball am Fuß. Keine Runden laufen, nicht dehnen mit Kindern, die Häufigkeit erhöhen, immer wieder intensivst zu trainieren, nicht den Kindern viel erklären, sondern vormachen, durch Vormachen lernen. Und wer dann bei uns mal so 3 Tage in den Camps war, der weiß schon, was er getan hat. Und das reicht dann in dieser Altersklasse von 5 bis 15 Jahren. Darf jedes Kind teilnehmen, Vereinsspieler wie auch Kinder, die noch nicht im Verein sind, um sie für den Fußball zu begeistern. Und da liegt es dann an dem Trainer jeweils, habe ich jetzt eine Gruppe, die schon sehr gut ist oder noch ein bisschen, das Thema muss ich wieder ein bisschen runterschrauben, denn für die etwas Besseren haben wir ja dann die Fördercamps und das Elitecamp, sodass wir alles eigentlich abdecken, was so im Jugendbereich bis hin zu den obersten Klassen der Jahrgänge U13, U14, U15 möglich ist. Und wer dann älter ist, wird dann hoffentlich in die Leistungszentren gehen, da wo es dann nicht zweimal die Woche ist, sondern teilweise 4-mal die Woche. Und wenn er dann vorbereitet ist und sagt, das habe ich schon mal gehört, dass man solche Dinge macht oder dass es intensiver wird oder ich habe ein bisschen was über Ernährung gehört, über viele andere Dinge, dann finde ich das gut, denn darauf wollen wir die Jungs vorbereiten. Die beim Fußball lange bleiben wollen, erfolgreich sein wollen, werden wir darauf vorbereiten, dass sie in ein Leistungszentrum gehen und sagen, ja, das hat mir der ein oder andere Trainer aus der Fußballfabrik schon mal vermittelt. Das hat mir geholfen. Wir treffen uns 3-4 Mal im Jahr mit den, ich will fast sagen, Abteilungsleitern, Campleitern, mit denen ich die Veranstaltung plane, falls ich mal an einem Tag, was immer mal passiert, nicht da bin. Aber auch der Bedarf ist größer, wie ich ihn alleine abdecken kann. Somit habe ich 6 Campleiter, die mit mir die Veranstaltung planen und denen ich gewisse Vorgaben mache. Und das ganze Jahr über werden meine Trainer, die einen fußballerischen Hintergrund haben, die schon ihre Teams auch alle unterschiedlich letzten Endes leiten werden, weil jeder Mensch ist anders, jeder Trainer hat eine andere Philosophie. Aber in den Veranstaltungen möchte ich versuchen, alle Trainer in einen Ordner zu bekommen, in eine Organisation. Und bei uns sieht eine Trainingseinheit wie folgt aus. Wir haben 5 Bausteine. Ich kann mich noch ein wenig an die Schulzeit erinnern. Einen Aufsatz schrieb man mit Einleitung, Hauptteil, Schluss. Das sind 3 Blöcke, aber beim Training bei uns gibt es 5. Es werden gewisse Themen vorgegeben. Es ist
in diesen fünf Blöcken sind immer Spielformen dabei, nicht nur das klassische Abschlussspiel, sondern zwischendurch wird auch nochmal gespielt, um den Kopf ein wenig frei zu kriegen. Wenn man sich nur hoch konzentrieren muss als Kind, ist man froh, wenn man mal wieder ein bisschen spielen kann. Und diese Intervalle zwischen Konzentration, Spielform, Konzentration, Spielform, die bringen wir auch ebenfalls rein. Also wir haben da schon gewisse Vorgaben, Themen, die wie in Prüfungen letzten Endes auch abgefragt werden. Wenn das Thema Koordination gefragt ist, 15 Minuten, ist dann das Thema zu bearbeiten. Ob das dann mit Ringen, Hütchen, Stangen, mit Bällen, wie auch immer, man muss koordinativ arbeiten, um da nur ein Beispiel zu nehmen. Und das wird von den Trainern gut umgesetzt, denn sie müssen sich im Vorfeld mit dieser Veranstaltung befassen. Aber das fällt dann den qualifizierten Trainern, die sich jeden Tag mit Fußball beschäftigen, halt auch leicht. Und das wird schon auch von mir kontrolliert und auch ein wenig korrigiert manchmal. Und somit bekommen wir eine einheitliche Handschrift schon hin. Und ich möchte natürlich auch die individuelle Qualität jedes einzelnen Trainers nutzen. Da sind durchaus auch interessante Übungen bei, die wir in dem Team uns nützlich machen. Und da sind auch die Konzepte, die wir haben in den Veranstaltungen, nicht nur alle aus meinem Mist entstanden, sondern aus den Trainern, die eben halt mit an diesem Rad drehen, sodass wir immer die Kinder im Vordergrund haben und altersgerecht, modern, altersgerecht auch das auf den Platz bringen.